Hey Leute und willkommen zu einer neuen Folge von Mein nächstes Auto. Und heute dürfen wir ein Auto testen, wie kein anderes zuvor in dieser Serie. Denn das hier hinter mir ist ein Elektroauto. Aber nicht irgendeins, sondern eines mit fast 500 PS. Denn das hier ist die Performance-Variante vom Tesla Model 3. Über 2000 Kilometer bin ich jetzt schon gefahren hier mit dem Tesla Model 3, konnte also einiges an Erfahrung sammeln und die brauche ich auch, denn ich möchte dieses Auto ja möglicherweise kaufen. Ich war schon kurz davor, auf den Button zu klicken. Bei Tesla ist es ja wirklich super einfach, online sich ein Auto zu kaufen. Das ist über Amazon. Klickst du so 3, 4 Optionen zusammen, mehr gibt es auch nicht. Und dann gehst du auf Warenkorb und bumm, fertig. Dann hast du da dein Auto schon bestellt. Und keine Frage, ist es ein geiles Auto, auch wenn man manchmal vielleicht mit 80 km/h im Windschatten von einem LKW fährt, um weit zu kommen, um die Reichweite zu haben. Gerade haben wir aber nicht so Reichweitenprobleme. Dementsprechend können wir einfach mal hier selbst so ein bisschen Gas geben. Und dann geht ganz, 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 ganz schnell, Leute. Geht hier die Geschwindigkeit hoch, über 230 km/h kannst du eben auch fahren. Und der Wagen liegt auch richtig gut auf der Straße. Also über all diese Vorteile, Nachteile vom Auto, über die sprechen wir übrigens dann gleich noch. Aber wie bei jedem Mein nächstes Auto-Video fahren wir jetzt erstmal ordentlich von außen an. Beim Tesla ist es nicht nur fahren, sondern auch laden. Ziemlich häufig. Das hier ist ein Supercharger, Leute. So sieht er aus. Ist eigentlich immer ziemlich strategisch gut an der Autobahn verteilt. Das heißt, auch wenn man nicht so weit kommt manchmal, über Reichweite musst du dir nicht so viel Sorge machen. Für Model 3 hier einfach das obere Ding. Nimmst du einfach raus, gehst hier ran, drückst nochmal schön auf den Knopf. Auf geht das Ding. So, und jetzt können wir hier laden. Innerhalb von 20, 25 Minuten. Von 10% auf 80%. Es geht echt sauschnell. Und gibt uns jetzt natürlich Zeit, das ganze Auto nochmal von außen anzuschauen. Aber als erstes kommen wir jetzt natürlich nochmal zu den Fakten. Das Tesla Model 3 Performance startet ab 60.000 Euro. 487 PS und 660 Newtonmeter Drehmoment holt aus seinen Dual-Elektromotoren. Mit Allradantrieb geht es damit von 0 auf 100 in 3,4 Sekunden. Wenn man aber das zu häufig macht, schafft man nicht die theoretische Reichweite von 560 Kilometern. Das ist er, Leute, der Tesla Model 3. Von der Größe her ungefähr ein Auto wie eine Mercedes C-Klasse oder Audi A4, BMW 3er. Aber von der Technik darunter natürlich ganz anders. Hier ist kein Verbrennungsmotor drunter, kein großer Tank für Benzin oder sonst irgendwas, sondern einfach nur hier unten ist komplett ein riesiges Batteriepaket. Ein riesiger Akku ist da drin. Und der speichert die Energie, die wir gerade auch laden, um mit dem Auto eben schnell zu fahren. Und das ergibt auch für das ganze Design vom Auto, vor allem für den Innenraum, neue Gestaltungsmöglichkeiten. Der Kofferraum ist für ein Auto dieser Größe auf jeden Fall extrem groß. Schaut ihn euch an. Ihr seht nichts. Wir haben ja alles dabei, was wir mitnehmen. Ich kann euch nur sagen, der Kofferraum ist größer als in einer Mercedes S-Klasse. Zumindest die ich gefahren bin. Also wirklich der Wahnsinn, was du da reinbekommst. Und dass hier so viel Platz hast, das liegt natürlich auch zu teilen daran, dass das ein Elektroauto ist. Dass du hier Sandwich-Bauweise mit dem Akku unten hast und hier oben Tesla ein bisschen was neu denken konnte. Und in dem Fall einfach viel Platz gemacht hat. Aber innen eben auch. Kommen wir hier mal zum Innenraum. Entschuldigt auch, wenn es nicht hier perfekt aufgeräumt ist. Wir sind eben auf einem Roadtrip quer durch Deutschland. Aber konnten dafür eben auch einige Erfahrungen sammeln. Eine Sache, die mir direkt aufgefallen ist, Leute, passt mal auf. Hört man das? Komm mal hier ganz nah ran. Wenn ich hier so mache, das hört sich in einem anderen Auto nicht so an. Woran liegt das? Hier unter sind eben die Batterien. Und ich schätze mal, dass hier nur eine relativ dünne Blechschicht oder was auch immer darunter ist. Es fühlt sich aber... Es fühlt sich nicht Premium an. Und solche Kleinigkeiten gibt es ja an einigen Stellen im Auto. Zum Beispiel vorne. Die Spiegel zum Beispiel. Ich finde, sie sehen irgendwie bullig aus. Sie sind sehr, sehr groß. Nicht irgendwie wirklich aerodynamisch optimiert. Sieht aus wie bei einem amerikanischen Pickup. Anderer Punkt ist zum Beispiel hier drin. Der Spiegel. Er fühlt sich sehr plastikmäßig an. Und auch relativ klein. Also man kann schon da hinten gucken, aber jetzt nicht so gut. Das alles schlägt für mich so ein bisschen in eine Kerbe, dass das Model 3, was es ja auch sein soll, an vielen Ecken und Enden sehr günstiges Auto sein soll. Hier zum Beispiel auch bei den Sitzen. Die sind komplett okay. Ja, also du kannst hier drin sitzen und auf einer kurzen Strecke auch absolut bequem. Langstrecke ist noch in Ordnung, nicht die besten. Aber der Stoff hier, also das ist Kunstleder, du schwitzt hier selbst jetzt im Winter. Schwitzt du halt nach 1-2 Stunden Fahrt einfach. Sowohl Tim als auch ich, und ich habe es auch von anderen Leuten gehört, das ist einfach, man merkt, dass Tesla hier versucht hat, an allen Ecken und Enden Kosten zu sparen, um ein möglichst günstiges Elektroauto zu machen. Was natürlich eine gute Sache ist, weil dann können mehr Leute Elektroautos fahren, mehr Leute können Tesla fahren. Also versteht mich nicht falsch, aber man muss natürlich sagen, dass es jetzt nicht irgendwie super geile Sitze oder Spiegel sind. Aber was geil ist und was auch Standard ist bei dem Model 3, du hast so ein krasses Panorama.
fahren wir nach, Leute. Es fängt hier an, es ist komplett Glas. Du hast nur einmal so mittleren Überrollbügel praktisch und dann hinten wieder Glas bis ganz hinten durch. Das ist echt der Wahnsinn. In welchem Auto hast du es sonst? Vor allem in dieser Preisklasse. Standard einfach. Wow, also da einen großen Pluspunkt wieder an Tesla auf jeden Fall. Und allgemein das Interieur. Kommt mal auf die andere Seite. Das ist irgendwie Ikea für mich, weißt du? Das ist so gutes Design. Aber sehr günstig und vielleicht auch, wenn du mal ein bisschen dahinter guckst, alles nur billiges gepresstes Holz, aber es sieht geil aus. Es ist leider schon ein bisschen dunkel, Leute. Wir können euch bei der heutigen M&A-Folge nicht den ganz gewohnten Qualitätsstandard bieten, weil wir halt hier mitten auf dem Roadtrip produzieren müssen und auch kein zweites Auto haben für Car2Car-Shows und so weiter. Aber dieses Interieur finde ich sehr cool. Auch, dass du nirgendwo Knöpfe hast, außer hier ein bisschen auf dem Lenkrad und ansonsten eben nur das große Display, über das du alles einstellen kannst. Selbst die Spiegel oder dieses Lenkrad hier. Dann gibt es noch gute Details. Zum Beispiel hast du hier USB-C oder hier ein Lightning-Anschluss, wo du einfach dein Handy so einklipsen kannst und ich glaube, du kannst auch für Micro-USB austauschen und dann wird das hier geladen. Ist eine günstigere Technik, als wenn das hier kontaktlos wäre, aber es funktioniert fast genauso gut. Du legst einfach dein Handy dahin, nippst es ein, fertig. Gute Sache und auch von außen, wie gesagt, designtechnisch, ich finde, am stärksten ist die Front. Es strahlt so ein bisschen Zukunft aus. Du hast natürlich keine Kühleinlässe, weil du das bei einem Elektroauto jetzt nicht so brauchst wie bei einem normalen Verbrenner und dadurch eine extrem clean Front. Coole Scheinwerfer, ich finde Model S noch ein bisschen besser, aber auch das sieht gut aus. Und damit haben wir, glaube ich, jetzt auch im Stehen erstmal genug gequatscht. Das ist mal wieder. Eine wirklich geile Sache am Tesla Model 3 Performance ist halt, dass du den auch wirklich sportlich bewegen kannst. Du hast ja diesen niedrigen Schwerpunkt durch die Batterien. Du hast ordentlich Power, fast 500 PS. Und die Lenkung, das Fahrwerk, alles spielt irgendwie da auch rein. Also es macht richtig Laune, Leute, hier so eine Auffahrt zu nehmen. Rauf auf die Autobahn. Und da sind wir. Hallöchen. Jetzt heißt es, nicht zu schnell fahren, sondern den Autopilot anschalten und ganz gemächlich hier bei Tempo 80 den anderen hinterherfahren. Denn nur so kann man richtig, nur so kann man richtig eigentlich Autobahn fahren im Tesla. Deswegen seht ihr auf der Autobahn immer die ganzen Teslas auf der rechten Spur mit meistens so 110, 120, maximal 130 fahren. Denn wenn du das machst, dann kannst du mit dem Auto 500 Kilometer Reichweite schaffen. Wenn du aber vielleicht eher so wie ich auch mal ein bisschen schneller fahren willst, so wie hier, unbegrenzt ist jetzt, ja? Wir können jetzt 230 fahren, aber dann haben wir nur noch eine Reichweite von an die 100 Kilometer. Habt ihr das gehört? Habt ihr das verstanden? Statt 500 Kilometern haben wir jetzt noch, wir können es direkt mal anzeigen lassen hier bei der Energie, geschätzte Reichweite, 50 Kilometer. 49, es geht gerade alles runter und wir haben hier noch 40% Akku. Das ist halt, ja, das ist kein Scherz. Die Reichweite bricht extrem ein. Und da werden jetzt natürlich die schlauen Physiker unter euch sagen, macht auch Sinn. Denn natürlich, je schneller du fährst, desto mehr multipliziert sich der Luftwiderstand. Und der Wagen muss mehr Energie aufbringen. Mit Benzinern kann man halt trotzdem, auch wenn man zügiger fährt, Reichweiten von vielen hunderten Kilometern erreichen. Da bricht auch die Reichweite ein, aber nicht so krass wie bei einem Elektrowagen. Und das liegt einfach daran, dass die Elektromotoren so effizient sind bei nicht hohen Geschwindigkeiten. Denn eigentlich ist die Energie, die hier drin gespeichert ist, in dem schon ziemlich, ziemlich großen Akku, diese Energiemenge ist viel kleiner als das, was in einem normalen Auto in Form von Benzin oder Diesel gespeichert wird. Verbrennermotoren sind halt grundsätzlich zum Beispiel für den Stadtverkehr ziemlich ungeeignet. Die laufen hier die ganze Zeit auch an der Ampel, dann wieder beschleunigen, wieder bremsen, das ist alles Mist. Ja? Im Stadtverkehr hast du mit den meisten Benzinern den höchsten Verbrauch. Mit dem Tesla oder mit sonstigen Elektroautos hast du im Stadtverkehr den niedrigsten Verbrauch. Also das ist auf jeden Fall schon mal so ein wichtiger Punkt. Geile Reichweite, da macht Tesla eigentlich niemand derzeit im Bereich Elektroautos was vor, aber diese Reichweite gilt nur, wenn du nicht ganz so schnell fährst und wenn du vor allem eher in der Stadt oder über Land, aber nicht auf einer Autobahn unterwegs bist. Ist auch ein deutsches Problem. In anderen Ländern kannst du ja nur 120, 130 maximal fahren. Hier in Deutschland darfst du ja schneller. Aber für mich auf jeden Fall im Kopf so ein wichtiger Punkt. Felix, wenn du schnell auf der Autobahn fahren willst, vielleicht nicht das richtige Auto. So cool es auch in anderen Sachen ist. Alleine hier, diese Verbrauchsansicht, dass du das alles so genau hier angezeigt bekommst. Das ist so, ja, zippy, ne? Genauso wie das Auto. Ist auch einfach, du drückst was, hier zum Beispiel im Navi, du kannst hier rein und rauszoomen, auch wenn gerade viel schlechter Empfang ist, beziehungsweise gar kein Empfang. Wo sind wir denn, dass kein Empfang ist? Es ist einfach wie bei einem Handy. Du kannst hier reinzoomen, du kannst hier längs gehen, es ist alles ganz normal. Oder hier, wenn du auf die Musikeinstellung gehst, du kannst hier einfach Karaoke anmachen. So 99 Luftballons, geht dann los. Hast du etwas? Dann läuft das Ding einfach hier. Ja, sogar deutsche Lieder sind da drin. Ich singe das jetzt nicht mit, Leute, das möchte ich euch ersparen. Aber Tim und ich haben das schon ein bisschen hier auf unserem Roadtrip ausgenutzt, ja. Also ich glaube, es ist gut, dass niemand von euch das hören musste. Aber es hat Spaß gemacht auf jeden Fall. Das ist einfach geil. Welches Auto hat so ein Feature, weißt du, dass da Karaoke drin ist? Das ist echt cool. Dann hast du hier einen Spotify-Account drin, also einfach von Tesla aus. Oder du kannst dich auch selbst einloggen, kannst ja alles hören, was du hören willst. Modus Mio, Playlist. Oh, SSEO ist auch am Start. Nice. Aber ich finde es halt echt verwunderlich, dass kein anderer Hersteller es geschafft hat, wie Tesla, so ein simples, gutes System zu haben. Auch hier so die Einstellungen, ne? Die Fahreinstellungen hier, die Autopilot-Einstellungen. Einfach das runterscrollen oder hier so eine Option an- und ausmachen, hier deaktivieren.
und wieder anmachen. Es funktioniert. Es ist easy. Es ist so, wie es funktionieren sollte. So, wie es Sinn macht im Kopf. Es ist eine sehr gute Benutzerumgebung. Und für mich ist das Lichtjahre oder zumindest 10 Jahre voraus von allem, was Porsche, BMW, Audi, Mercedes so anbieten. Also da muss ich wirklich sagen, bin ich beeindruckt von. Was du ansonsten hier noch auf der linken Seite hast, ist halt die Anzeige für die Geschwindigkeit zum Beispiel. Hier 95 km/h fahren wir und du siehst immer hier, was das Auto erkennt. Also er sieht zum Beispiel vor uns hier, da vorne fährt gerade ein blauer BMW. Also dass er blau ist, erkennt er vielleicht nicht, aber er weiß, da ist ein Auto. Und wenn ich eben jetzt hier den Autopiloten komplett anhabe, dann folgt er hier der Linie. Und das funktioniert auch sehr gut. Was allerdings nicht gut funktioniert ist, du kannst nicht die Spur wechseln. Ich kann hier einen Blinker drücken, nichts passiert. Habt ihr gesehen, er ist einfach ausgegangen. Der ist gerade einfach ausgegangen. Deswegen nie die Hände vom Lenkrad lassen, Leute. Ihr müsst immer bereit sein, beim Testautopiloten mit dran zu sein. Steht natürlich auch da so, das gehört sich ja auch so. Aber ich bin in den letzten Jahren viele verschiedene Mercedes-Modelle gefahren und kenne deswegen deren Autopiloten sehr gut. Ehrliche Meinung? Der ist besser. Der hier geht auch nur bis 150 km/h, bei Mercedes bis 210 km/h. Brauchen wir jetzt vielleicht nicht unbedingt, aber der kann auch die Spur wechseln. Wenn du blinkst, wechselt der alleine die Spur. Viele Leute haben mir geschrieben, das geht. Wir haben alles ausprobiert. Wir haben auch hier in den Einstellungen reingeguckt bei den Autopilot-Einstellungen oder auch hier bei den Navigationseinstellungen, bei den Fahreinstellungen. Optionen gibt es für uns irgendwie nicht, dass der hier blinken kann. Ich weiß nicht, ob das eine deutsche Sache ist, weil in den USA kann der auf jeden Fall sogar Auffahrten irgendwie nehmen, aber unser jetzt nicht. Und allgemein, er geht halt irgendwie manchmal einfach aus, in komischen Momenten. Es ist auch so, dass er manchmal, obwohl man beide Hände am Lenkrad hat, er einmal meckert und sagt, Hände ans Lenkrad. Und dann musst du richtig so wackeln, damit der checkt, ah, da ist wirklich jemand am Lenkrad. Das ist einfach so, es fehlt, finde ich, so das letzte Quäntchen Vertrauen vom Fahrer ins Auto. Es fühlt sich alles immer noch so ein bisschen, als ob das eine Beta-Software wäre. In vielerlei Hinsicht, obwohl es in anderer Hinsicht ja super geil ist und viel besser als bei anderen Herstellern. Aber das finde ich auf jeden Fall ein bisschen schade. Ansonsten, was gibt es noch? Also, wenn man jetzt nicht so schnell fährt, dann ist er schon eigentlich sehr ruhig unterwegs. Also, es ist ein Auto, mit dem man auch eine lange Strecke fahren kann. Man ist gut gefedert, nicht zu hart, nicht zu weich. Die Geräuschkulisse besteht halt nicht aus Motorengeräuschen, sondern du hast halt ein bisschen Abrollgeräusche, ein bisschen Windgeräusche. Bei Geschwindigkeiten so unter 120 geht das alles noch gut. Wenn du jetzt ein bisschen schneller fährst, ein bisschen beschleunigst, dann fängt es an, dass du so ab Tempo 170, 180, dass es da schon sehr, sehr laut wird. Also so, dass man auch immer lauter reden muss, wenn man sich irgendwie noch mit seinem Beifahrer unterhalten muss. Und definitiv lauter als in vergleichbaren Autos. Überhaupt, apropos vergleichbare Autos. Dieses Auto konkurriert für mich eigentlich mit einer starken Variante von einem BMW 3er oder von einem Mercedes C-Klasse. Und wenn man da den Preis anguckt, so ein Auto hier kostet ausgestattet 70.000 Euro. Da bist du eine ganze Ecke drunter unter einem ausgestatteten M3 oder einem ausgestatteten C63. Hast aber ähnliche oder manchen Sachen wie Beschleunigung sogar bessere Performance-Werte. Ja, also keine Sorge, liebe BMW und Mercedes-Fans, ich weiß schon, ja, ihr habt einen Tank und ihr könnt auch länger schnell fahren, das weiß ich schon. Es sind nicht 1:1 vergleichbare Autos. Preislich müsste man auch eher mit einem A45 oder sowas vergleichen. Aber das hier ist eben die Performance-Variante vom Tesla Model 3. Es gibt auch eine, die auf Long Range, also auf eine lange Reichweite ausgelegt ist, mit etwas weniger Leistung und noch eine günstigere Standard-Variante, die eben weniger Power hat. Das hier ist aber die Performance-Variante und da fehlt mir dann wieder mehr Performance im Innenraum. Das ist eben dieser Tesla-Minimalismus. Du hast jetzt nicht irgendwie ein Alcantara-Lenkrad mit sportlichen Nähten oder sonst irgendwas. Es sieht alles mehr oder weniger wie in den Nicht-Performance-Modellen aus. Und auf jeden Fall nicht sportlich. Also ich hätte gerne, dass es irgendwie ein bisschen noch sportlicher, geiler aussieht. Und ich hoffe, sowas kommt in Zukunft noch. Nur das ist eine Geschmacksfrage auch so. Das ist halt meine persönliche Meinung einfach. Aber der große Elefant im Raum bei einem Tesla ist natürlich das Thema Laden. Die größte Frage, die wir immer bekommen, wie häufig müsst ihr laden mit dem Ding? Wir haben ja schon über das Thema Reichweite gesprochen, wie lange das reicht. Aber wo lädt man denn eigentlich? Normalerweise auf einer Langstrecke an Superchargern. Tesla hat ein Netzwerk aufgebaut in vielen Ländern, auch in Deutschland, von Superchargern, die ja strategisch zum Beispiel an Autobahnen sind. Und deswegen hatte man auch nie wirklich einen Umweg jetzt auf unserer Reise. Wir konnten immer sehr easy innerhalb von 20, 25 Minuten das Auto wieder auf mindestens 80% hochladen. Also deswegen irgendwo liegen bleiben, gerade wenn ihr auf der Autobahn fährt, das passiert euch mit einem Tesla nicht, wenn ihr nicht total blöd seid. Also das ist wirklich easy gut gemacht. Ein anderes Ding ist, wenn du viel in der Stadt unterwegs bist. Da gibt es eben eher so lokale Ladesäulen von 1000 verschiedenen Anbietern. Es ist ein riesen Wirrwarr und es hat bei uns nicht immer geklappt. Wir zeigen es euch nochmal hier am Beispiel aus Heidelberg. Es ist hier auch wieder typisch, diese ganzen öffentlichen Ladesäulen, die funktionieren nur problemlos, wenn du halt von hier kommst und irgendwie so eine Tankkarte hast. Wenn du die noch nicht hast, dann gibt es ein Gesetz, das sagt, du musst immer in der Lage sein, auch spontan laden zu können. Mit einer simplen Anmeldung über Kreditkarte, wie auch immer, und dann laden. Versuchen wir hier auch gerade wieder. Nur das Ding ist, dafür muss man diesen QR-Code scannen und ins Internet gehen, um sich anzumelden. Aber hier im Parkhaus, da gibt's ja gar kein Internet. Das heißt, wir müssen jetzt die Kabel einstecken, hochlaufen, Internet holen, alles einstellen, runtergehen wieder, gucken, ob es funktioniert. Es ist einfach irgendwie natürlich möglich. Man kann auch sich eine Ladekarte für viele Stationen in ganz Deutschland irgendwie beantragen, aber es ist
es ist alles nicht so ganz leicht und es ist ein riesen Durcheinander, weil es tausend verschiedene Anbieter gibt, tausend verschiedene Ladekarten. Du weißt nie genau, wie viel du eigentlich zahlen musst, bis es am Ende dann fertig ist. Also ich glaube, das braucht noch ein paar Jahre, bis es richtig gut ist. Aber wenn wir in der Zukunft dann überall Ladesäulen haben, dann wird es ja praktisch. Also Leute, die Fragen aller Fragen. Wird das hier jetzt mein nächstes Auto, mein nächstes Zweitauto möglicherweise auch, neben dem Porsche 964, der gesetzt ist, den ich haben möchte. Ein 30 Jahre alter Porsche. Letzte Folge ging ja um den. Habt ihr vielleicht gesehen, falls nicht, checkt es auf jeden Fall aus. Ein Traumwagen für mich. Aber es wäre schon gut, wenn man auch ein praktisches zweites Auto, wie zum Beispiel ein Tesla hier eben, hätte. Er erfüllt viele wichtige Punkte für mich. Ich finde ihn extrem cool. Die ganze Kombi ist auch mega. So einen 30 Jahre alten Porsche und dann auch so einen neuen Elektrowagen. Das ist für mich schon auf jeden Fall so eine Traumvorstellung. Das finde ich richtig gut. Man fährt auch Autos nicht nur ganz nüchtern nach den Fakten, die für einen gut sind, sondern man macht das ja auch immer so ein bisschen, wie wenn man Kleidung kauft. Das ist ja auch ein bisschen, was man nach außen darstellen möchte, was man ausdrücken möchte, wie man sich selbst sieht. Und ich sehe mich sowohl in einem Porsche 964, der schönen geilen Sound hat, und ich sehe mich auch in so einem Tesla sehr gerne. Progressiv, technisch, futuristisch, nice. Deswegen, es würde Sinn machen. Aber für mich sind tatsächlich die Punkte, wie zum Beispiel, dass man nicht schnell fahren kann, wenn man irgendwie eine Reichweite ordentlich haben will. Ein großer Punkt für mich ist auch, dass ich bei mir zu Hause keine Möglichkeit habe zu laden. Im Büro auch nur mit einer normalen Haushaltssteckdose, wo du halt fast keinen extra Strom bekommst. Also kannst du nur ganz langsam laden, über 10, 20 Stunden hinweg. Dann sind so Sachen, dass dieser Autopilot immer wieder ausgeht. Selbst wenn du die Hände am Lenkrad hast, auf einmal geht er aus. Dann meckert er hier, Lenkrad leicht drehen. Und dann mache ich hier was am Lenkrad, seht ihr, ich wackel und trotzdem sagt, er sagt immer noch Lenkrad leicht drehen. Er sagt, ich mach doch was. Wieso? Und jetzt hier, jetzt piept er schon, ich wackel doch am Lenkrad und jetzt ist er weg. Jetzt ist er einfach weg, dann muss ich ihn nochmal wieder neu ranmachen. Jetzt macht er mal Ding, 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 Ding. Es ist einfach in mancher Form noch eine Beta-Software, aber was ihr gerade sehen könnt, Dark Mode. Dann wieder so, oh geil, Tesla, Alter. Das ist der geilste Dark Mode, den ich je in irgendeinem Auto gesehen habe. Allein das Navi, das sieht richtig cool aus. Du kannst einfach rauszoomen, dann lädt er die ganze Umgebung. Du kannst hier durchwischen, richtig gut. Oh, es kommt wieder hier, es blinkt wieder. Ich muss wieder mein Lenkrad drehen. Er ist wieder ausgegangen. Das ist so ein schmaler Grat zwischen, man darf nicht zu sehr drehen, weil dann geht er aus, weil er denkt, ich möchte ihn ausmachen. Aber wenn man zu wenig berührt, dann denkt er, ich bin gar nicht da. Also, ja. Es wirkt manches nicht ausgereift und deswegen werde ich erstmal noch passen bei diesem Tesla Model 3. Ich bin gespannt, wie der Tesla Roadster wird. Ich bin gespannt, wie vielleicht die nächste Generation von dem Model S wird. Ich finde es eine geile Marke, geile Vision. Auch der Pickup-Truck, den wir vorgestellt haben, komplett verrückt, aber irgendwie geil. Und kleiner Tipp übrigens, wenn er wieder hier so ist, man muss eigentlich nur sozusagen ein bisschen die Hände dran haben und so ein bisschen gegenlenken in die Richtung, was er macht. Also es gibt schon einen Trick, wie man das, sag ich mal, ordentlich machen kann. Du kannst auch die ganze Zeit die Hand dran haben und leicht zu dir ziehen, aber nur leicht. Dann kommt auch nie die Meldung. Also es geht irgendwie schon, ich finde es aber nervig. Es ist nicht so gut gemacht. Bei Mercedes zum Beispiel im Autopiloten besser. Muss man einfach sagen. Bei Audi fand ich es auch besser. Der Autopilot ist nicht das Krasse. Zumindest in Deutschland. In den USA hat er irgendwie ein bisschen mehr Funktionen noch. Naja, ihr habt es gehört, Leute. Das ist meine vom Tester gewesen. Viele von euch haben sich gewünscht, dass ich den mal teste. Ich hoffe, das war interessant für euch. Wenn ihr noch mehr wissen wollt, in den ganzen letzten Vlogs haben wir ja super viel über den Tester geredet. Waren ja über 2000 Kilometer unterwegs. Da gibt es bestimmt noch einiges Interessantes für euch, falls ihr es noch nicht gesehen habt. Und ja, für die heutige, mein nächstes Auto-Folge war es aber. Was soll ich jetzt nächstes Auto testen? Schreibt es unten rein in die Kommentare. Und macht's gut. Ciao, ciao.